Vorgeschichte ist so, dass ich schon seit ewigen Zeiten mich dafür interessiert habe, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Und da alle möglichen Leute gelesen habe, wie zum Beispiel den Herrn Helmut Preuß und ähnliche, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben und da Verbesserungsvorschläge gebracht haben. Ich bin aber wieder darauf gekommen, dass das widersprüchlich ist, was da steht. Man kann das nicht hinterfragen, weil das dann irgendwo. Deswegen war ich immer auf der Suche nach Mitstreitern, die das mal so richtig sachgerecht untersuchen. Also nicht von irgendeiner Ideologie geleitet und nicht irgendwie, ich bin Marxist oder ich bin. Sondern das so richtig sachlich anzugucken, wir wissen nicht, was stimmt, sondern wir wollen es rauskriegen. Das hat also dann 2010 endlich geklappt, nachdem ich mich eine ganze Weile selbst damit beschäftigt habe. Und wir haben diese Attac AG gegründet auf der Sommerakademie in Hamburg, die sich also genau das auf die Fahne geschrieben hat, also rein sachorientiert rauszukriegen, wie unser Geld funktioniert. Wir sind also ständig am Arbeiten, wir lernen auch ununterbrochen was dazu. Wir sind überwiegend Laien, es sind auch ein paar Leute dabei, die eigentlich Profis sind. Wir haben auch bei uns jemanden in der AG, der früher bei der BaFin gearbeitet hat, also bei dieser Finanzaufsichtsbehörde des Bundes. Und es ist nicht so, dass wir also irgendwelche Professoren sind, die sagen, so ist es und tschüss. Wir sind also immer auf der Suche nach Leuten, die mit uns darüber diskutieren wollen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir das nun schon über viele Jahre machen und mit vielen Leuten schon darüber diskutiert haben und uns mit Professoren angelegt haben in Universitäten und jedes Mal mehr oder weniger mit der Erkenntnis rausgekommen sind, dass es schon mehr so, wie wir es erzählen und nicht mehr so, wie andere Leute das anders erzählen. So, jetzt zur Vorrede. Das Zitat ist also verbürgt. Der alte Henry Ford, also der Erste seines Stammes, soll also das tatsächlich gesagt haben. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, dass es wahrscheinlich stimmt. Deswegen wollen wir also heute versuchen, da etwas Licht reinzubringen. Das ist also eine Veranschaulichung, wofür das Geld eigentlich da ist. Es gibt verschiedene Forschungsergebnisse, wie Geld in Wirklichkeit entstanden ist, also aus einer Art Schenkungswirtschaft oder aus kulturellen Hintergründen. Darüber will ich jetzt nicht sprechen, sondern es geht darum, wie Geld benutzt wird, welche Funktion es hat. Ursprünglich war es also so, Subsistenzwirtschaft bedeutet also, jeder macht das, was er braucht. Sozusagen Aussiedler in den USA, die irgendwo in die Wildnis ziehen und da irgendwas anbauen und Quartier behalten. Hier symbolisiert als, wie man sieht, aus dem Verkehrszeichen rauskopiert in Baustelle. Aber der Kreis ringsherum bedeutet also, es ist ein Kreislauf in sich. Solche Wirtschaftsformen brauchen also kein Geld. Schon frühzeitig hat es angefangen, dass sich einfache Tauschwirtschaft rausgebildet hat, dass also Leute irgendwas besonders gut könnten. Im einfachen Fall, ich habe ein Dorf und es hat einen Schmied und der Schmied macht halt alles das, was an Schmiedearbeiten zu machen ist, ohne selber Lebensmittel zu produzieren und tauscht das halt dann bei den Bauern entsprechend ein. Ich habe also immer ein Hin und Her zwischen zwei Partnern. Das funktioniert gegebenenfalls immer noch ohne Geld. Aber dort macht es sich schon ganz gut, wenn man auch so etwas Ähnliches wie Geld einführt. Und man kann also in der Geschichte zurückverfolgen, seit vielen tausend Jahren wird also auch für einfache Tauschwirtschaft am Menschen schon so etwas wie Geld benutzt. Heutzutage haben wir also sogenannte Warenwirtschaft. Das heißt, jeder macht was, was er besonders gut kann, speist es in eine Art Pool ein. Da sagt man Markt dazu. Also man geht auf den Markt, bietet seine Waren auf den Markt an. Und auch wenn man dafür nicht unmittelbar das bekommt, was man selber wieder an Waren braucht, bekommt man einfach dafür Geld und kann dann zu einem anderen Zeitpunkt das Geld wieder in was anderes eintauschen. Und die meisten Produkte, die produziert werden, produziere ich also nicht, weil ich die brauche, sondern weil ich sie verkaufen will. Und dann nennt man sowas Ware. Der Unterschied zwischen einem Produkt und einer Ware ist also, eine Ware ist ein Produkt, was von Haus aus dafür produziert wird, um es zu verkaufen. So ist die übliche Definition. Sowas funktioniert dann natürlich nur mit Geld. Ansonsten würden die sich ja auf dem Marktplatz prügeln, weil gerade der eine das haben will, aber nicht umsonst wieder nach Hause gehen will.
Okay, in der Geschichte geht das, wie gesagt, weit zurück. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Geld, wer geschichtlich verbürgt. Das ist einerseits eigenwertiges Geld, sogenanntes Warengeld, kann sich jeder vorstellen. Irgendwas, was jeder gut gebrauchen kann, wird automatisch zu einer Art Geld. Weil wenn ich irgendwas anzubieten habe, dann tausche ich das eben gegen diese Ware ein und kann die zu Hause wieder beiseite legen. Und wenn ich was anderes brauche, gehe ich mit dieser Ware wieder wohin und kaufe mir was dafür. Die Älteren unter uns kennen wahrscheinlich noch die Story, die Erzählungen von nach dem Krieg. Da war dieses Geld war Zigaretten. Man könnte alles für Zigaretten bekommen. Und wenn man irgendwas anzubieten hatte, war man immer gut beraten, das gegen Zigaretten einzutauschen. Ich kenne noch die Zeit aus meiner Tätigkeit in Russland nach der Wende, als dort das Geldsystem zusammengebrochen ist, da war das Korn. Haben wir also dort eine Leistung erbracht, also aus Deutschland in Russland eine Leistung erbracht, die hatten das gleiche Druckerpapier gekauft und der Betriebsleiter dort sagte zu mir, ja, wenn ich Korn hätte, da könnte ich das andere Papier beschaffen, aber für Geld geht es nun mal nicht, ne? Weil damals das Vertrauen in den Rubel zusammengebrochen war. Das ist also das wahre Geld. In manchen Ländern sind es Kühe, historisch ist klar, verbürgt sind es also Edelmetallstücke und sogenannte Kurantmünzen, komme ich nachher nochmal drauf. Und die prinzipiell andere Art von Geld ist also das Geld, was auf einem Schuldverhältnis beruht. Im einfachsten Fall ein Schuldschein. Der Bäcker geht zum Fleischer und braucht Fleisch, hat aber kein Geld und sagt, schreibt das mal auf, wir werden uns schon einig. Ja, wenn Geschäftsleute gegenseitig anschreiben. Das ist praktisch Geld, was keinen eigenen Wert hat, sondern was auf ein Vertragsverhältnis, auf ein Schuldverhältnis beruht. Das kann man in dieser Weise in der Geschichte auch ganz weit zurückverfolgen. Hat sich dann weiterentwickelt der sogenannte Wechsel, die Banknoten, das kennen wir ja, und das heutige Schirralgeld. Interessant ist, es ist beides gleich alt. Der Unterschied ist halt, dass es unabhängiges Eigentum ist. Das ist praktisch der Vorteil, ich bin von niemandem abhängig. Wenn ich das habe, habe ich das. Wenn ich eine Kiste Gold zu Hause stehen habe, ist das ganz egal, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Der große Nachteil, historisch kann man das nachverfolgen, ist, dass sich die Menge schlecht anpassen lässt. Wenn ich also eine bestimmte Menge Goldmünzen im Land kursieren habe und es wäre wirtschaftlich notwendig, dass das ein paar mehr und ein paar weniger sein sollten, dann ist das schwierig zu handeln. Bei der anderen Geldart ist es genau umgekehrt. Ich kann es also in unbegrenzter Menge herstellen und auch wieder verschwinden lassen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe immer ein abhängiges Eigentum. Ja, also die Geldscheine, die sich jemand aus DDR-Zeiten aufgerufen hat, die nutzen heutzutage relativ wenig, weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben. Was ist denn genau Realgeld? Das ist ein üblicher Begriff für dieses, sage ich mal, nicht sichtbare Geld, wenn es zum Beispiel auf dem Konto einer Bank liegt. Es ist also Geld, das körperlich überhaupt nicht mehr existiert, im Gegensatz zu einem Schuldschein oder auch einer Banknote, die ich also anfassen kann. Ist Chiralgeld so, dass manche sagen fiktives Geld, was natürlich ein sehr großer Irrtum ist, weil es genau solches Geld ist wie alles andere Geld, was auf Schuldverhältnis beruht. Ob ich das auf ein Stück Papier schreibe oder auf eine Festplatte, ist nur ein anderes Medium, wo ich es drauf schreibe. Chiralgeld, sozusagen Geld, was auf Girokonten liegt. Es ist umstritten in der Anwendung der Begriff. Manche sagen, nur das Geld, was auf dem Girokonto liegt, ist Giralgeld. Wir halten das eigentlich für falsch, weil alles Geld, was bei der Bank auf dem Konto liegt, ganz egal, welche Art Konto das ist eigentlich alles Giralgeld. Wichtig ist, wir haben die Geldfunktionen. Geld ist also Zahlungsmittel, Zahlungsmaßstab, das ist ganz klar, sonst erst Geld. Und damit ist es automatisch Bewertungsmaßstab. Ich kann ein Kilo Äpfel mit irgendeinem Haarschneiden vergleichen, indem ich einfach gucke, wie viel es kostet. Und es ist automatisch ein Wert auf Bewertungsmittel. Ich kann also eine Leistung erbringen und dafür Geld geben lassen, den Wert dieser Leistung praktisch aufheben und mir nächstes Jahr dafür eine Adel kaufen. Gelddefinition. Es gibt also ganz verschiedene Gelddefinitionen in verschiedenen Veröffentlichungen. Manche pochen da ganz sehr drauf. Wir haben uns darauf geeinigt, zu sagen, Geld ist allgemeines Tauschäquivalent. Alles, was allgemeines Tauschäquivalent ist, ist Geld. Damals in Russland das Korn, nach dem Zweiten Weltkrieg die Zigaretten, sind halt eine Währung, die temporär existiert hat.
Und Voraussetzung ist nur, dass es als allgemeiner Tauschlage akzeptiert wird. Und das Grund, die Grundlage ist immer das Vertrauen. Also es kann sein, dass das Geld von Haus aus was wert ist, indem es einfach ein Stück Gold ist, oder indem es eine Kuh ist, oder ein Sack Korn. Es kann auch sein, dass es in Wirklichkeit nichts wert ist. Ein Geldschein ist fast nichts wert. Chiralgeld ist überhaupt nichts wert. Entscheidend ist, ob der Geschäftspartner von mir darauf vertraut, dass er am nächsten Tag dafür was kaufen kann. Okay. Soviel erstmal dazu. Und hier wollte ich das nochmal veranschaulichen, wie wir Geld heutzutage typischerweise anwenden. Das heißt also in Wirtschaftsprozessen. Der typische Unternehmer beginnt also mit einem Startkapital in Form von Geld. Er nimmt dieses Geld in die Hand und tätigt damit eine Investition. Investition bedeutet, ich kaufe Geld in Sachwerte um. Das, was hier oben rauskommt, sind also Sachwerte verschiedenster Form. Grundstücke, Häuser, Maschinen, Anlagen, Rohstoffe und ich sage auch Sachwerte in Form von Arbeitskraft, was alles in die Produktion eingespeist wird. Der Sinn der Produktion ist also Warenproduktion. Es werden Produkte zum Zwecke des Verkaufs erzeugt und die kommen in den Verkauf. Im Verkauf werden sie umgetauscht in Geld und dieses Geld, was hier rauskommt, nennen wir also wirtschaftlich Erlös. Das ist der Erlös aus dem organisierten Produktionsprozess. Das ist natürlich noch kein Geldkreislauf, sondern typischerweise wird also das, was an Erlös anfällt, zum Teil oder ganz oder auch zum größeren Teil wieder eingespeist und wird wieder Startkapital und der ganze Kreislauf beginnt von neuem. Soweit zum Wirtschaftskreislauf. Und im Geldkreislauf wird es nur dadurch, dass er das Geld, was hier freigesetzt wird, der Unternehmer kauft sich Sachwerte und setzt damit Geld in Umlauf. Das kriegen ja die Leute, die dem die Sachwerte verkaufen. Und das kreiselt also irgendwo in der Gesellschaft, in der Wirtschaft hin und her. Und auf irgendwelchen Umwegen kommt es wieder bei den Leuten an, die dann diese Waren kaufen. Und das ist dann der Kreislauf. Der Kreislauf des Geldes parallel zum Produktionsprozess. Das Weinrote ist also das Geld, das Blaue sind die Sachwerte. Die Sachwerte haben natürlich leider heutzutage so gut wie keine Kreisläufe, sondern wir verarbeiten also hier mehr oder weniger Rohstoffe und machen irgendwann da Müll draus, den wir also auf dem Berg ablagern. Und dann müssen wir erst noch dahin kommen, dass das auch ein Kreislauf ist. Das scheint so wichtig, dass das, dieser Kreislauf so ist, Geld und Sachwerte, weil nämlich der Investitionsbegriff im Bankensektor, also bei den Finanzberatern, ist ein ganz anderer. Das ist ein anderer, ja. Müssen wir aufpassen. Ja, genau. Hier habe ich also Eigenkapital, das ist das, was der Seller mitbringt, und das Fremdkapital, was also typischerweise von einer Bank kommt. Und genauso muss ich hier drüben, wenn ich einen Erlös erzielt habe, als erstes den Kapitaleinsatz bedienen und die dazugehörigen Zinsen. Und nur was da noch übrig bleibt, ist Gewinn, was dem Unternehmer gehört und was dann typischerweise als Ertrag bezeichnet wird. Das ist also immer etwas. Man muss da etwas hellhörig sein bei den Begriffen. Ne? Bei diesen Leuten ist das im Prinzip der Unterschied zwischen Erlös und Ertrag. Bis hierher bin ich der Meinung, sind wir uns alle einig. Oder hat jetzt noch jemand dazu Diskussionsbedarf? Das wäre sozusagen meine Einstellung zum Thema Geld. Und dann würde ich ab jetzt mit dem eigentlichen Vortrag anfangen. Nämlich mit unserem Geldsystem, mit dem wir es eigentlich jeden Tag zu tun haben, ohne so richtig zu merken, wie es eigentlich aussieht.